Ja, herzlich willkommen beim heutigen Open Rallye-Abend. Wir haben heute den Schwerpunkt Islam und ich darf in unserer Mitte Vehit Bodojak begrüßen, ein Kollege auch von unserer kirchlich-pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Herzlich willkommen, Vehit. Hallo. Hallo, wir sehen im Moment wieder Standbild von dir, aber es ist schön, wenn wir den Ton haben. Okay. Ich werde jetzt auch die Präsentation von Vehit starten. Wir müssen das so machen, weil seine Bandbreite etwas schmal heute ist. Und wir werden uns dann hoffentlich so verständigen, dass ich rechtzeitig weiterklicke. So, ich gehe mal auf Präsentieren. Und nee, Entschuldigung, ist die falsche. Ich wollte die. So, diese Ansicht brauchen wir. So, lieber Vehit, leg los. Ja, hallo meinerseits. Salam alaikum, Shalom alochum, guten Abend, grüß Gott, Gott segne uns alle, die heute da dabei sind. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit dabei machen darf, dass ich islamische Version von den goldenen Regeln vorstellen darf. Es ist eine tolle Sache, dass wir aus unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen, Konfessionen zusammenkommen und über diese wichtigen Sachen reden. Ich habe hier eine Präsentation, das ist jetzt Überschrift. Wir können gleich zu der nächsten Folie kommen, mit der ich versuchen werde, ja, Konzept des Islam als Friede vorauszuschicken, weil es wichtig mit der Thematik heute ist. Nämlich Islam etymologisch gesehen bedeutet so viel wie Friede. Und zwar, wie es hier abgebildet ist, Friede mit Gott, mit sich selbst, mit den Menschen, mit Mitmenschen und mit der Umwelt, sprich mit der gesamten Schöpfung. Und es geht von unten nach oben. Gedacht ist, dass der Mensch zuerst ein friedliches Leben mit der gesamten Schöpfung führt, dass er mit Umwelt friedlich umgeht, dass er Umwelt respektiert, Umwelt entziffert und lesen kann. Auf der zweiten Stufe sind dann Menschen, die auch Respekt, volles Respekt eines Muslims verdienen, egal wer sie sind. Welcher Weltanschauung oder Religion sie angehören. Nächster Schritt ist, dass der Mensch sich selbst kennenlernt. Nächste Stufe, dass er sich selbst quasi respektiert, dass er sich selbst entziffert, wer er ist, was seine Aufgabe, was Sinn seines Daseins in dieser Welt ist. Dann kommt er quasi vorbereitet zu der höchsten Stufe, eben Gott kennenlernen, Gott akzeptieren, Gott respektieren und mit Gott im Frieden zu leben. Das Ganze bedeutet so viel wie Verantwortung übernehmen und mit dieser Verantwortung, das ist ein Oberbegriff im Islam, es heißt At-Taqwa, Verantwortung übernehmen, um durch diese Verantwortung innere Ruhe, Zufriedenheit, sprich Paradies, das Paradies in der nächsten Welt nach dem physischen Leben hier zu erlangen. Wie wir sehen, ich hoffe, dass ihr mich versteht, was ich damit sagen wollte. Es ist sehr wichtig, dass der Mensch Verantwortung übernimmt in der islamischen Religion. Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für die anderen, Verantwortung für die gesamte Schöpfung, für die Umwelt. Und
In der nächsten Folie sollte es sein, aber ich glaube, ich habe die ältere Version von der Präsentation geschickt. Das ist, kannst du das weiterklicken, bis das alles kommt auf diese Folie, ja? Das ist eigentlich die Folie, die da sein sollte. Ja, genau. Und dann nächste Folie, noch einmal bitte. Ja, der Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, hat das in einer Überlieferung so definiert, dass er, wie es hier steht, ich bin nur gesandt worden, um die gute Moral zu vervollkommnen, zu vervollständigen. Nach dem islamischen Verständnis, Prophet Mohammed ist der Letzte in der Reihe der Propheten. Alle diese Propheten von Adam bis Jesus haben die ganze Aufgabe sozusagen gehabt, um die menschliche Moral zu vervollkommnen in ihrer Zeit, um den Menschen zu helfen, ihren Charakter, ihr Benehmen zu verbessern. Und Prophet Mohammed sagt in diesem Sinne auch, ich bin quasi auch deshalb entsandt worden, um die menschliche Moral zu vervollständigen, zu vervollkommnen, indem die Menschen quasi die Aufgabe und den Sinn ihres Daseins verstehen und ihre Verantwortung übernehmen. Das heißt, in der islamischen Religion wie in allen anderen Religionen, die hier präsentiert werden, geht es um die Beziehungen der Menschen miteinander, untereinander, geht es um die Beziehung des Menschen mit der Natur, mit allen anderen Geschöpfen. Und dafür braucht man selbstverständlich gewisse Regeln. Dafür braucht man gewisse Anhaltspunkte, wie das Ganze funktionieren soll. Zu den goldenen Regeln, auf der nächsten Folie hat Prophet Mohammed zwei Sprüche sozusagen, zwei Sachen gesagt. In der ersten heißt es, wie das alle jetzt im Moment sehen, wer an Gott und seine Botschaft glaubt und auf Paradies hofft, quasi nach dem Tod hier im irdischen Leben, soll die Menschen so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte. Und in der nächsten Überlieferung heißt es, ihr werdet nie wahrhaft gläubig werden, bis ihr für alle Menschen das Gleiche nicht wünscht, wie für euch selbst, was ihr für euch selbst wünscht quasi. Das sind zwei Überlieferungen, die ganz spezifisch auf die goldenen Regeln im Islam hindeuten, die quasi Anhänger des Islam, sprich Muslime, auffordern, Menschen auf schönste und beste Art und Weise zu behandeln, zu begegnen. Und damit eben ein Muslim seine Aufgabe in dieser Welt erfüllen kann, damit er den Sinn deines Daseins in dieser Welt richtig verstehen kann und erfüllen kann, sollte er, wie oben dargestellt bei dieser Pyramide, seine Verantwortung übernehmen in Bezug auf seine Mitmenschen, Umwelt, auf sich selbst, damit er mit Gott zufrieden sein kann und Gott mit ihm zufrieden sein. Was goldene Regeln betrifft und wie sie eigentlich zu verstehen im Islam sind, wie sie eigentlich funktionieren sollen, die nächsten drei Begriffe meiner Meinung nach spielen eine enorm große Rolle, die in der nächsten Folie abgebildet werden. Das sind eben Menschenwürde, Nächstenliebe und Altruismus, Güte. Warum diese drei Begriffe? Weil die sind sehr spezifisch eben für die zwischenmenschlichen Beziehungen, damit die zwischenmenschlichen Beziehungen gut und gesund funktionieren können,
aus der religiösen Sicht, vor allem aller drei monotheistischen, abrahamitischen Religionen, sind diese Begriffe richtig zu verstehen und richtig zu erklären. Erstens einmal Menschenwürde. Ich glaube, aus der Sicht aller drei Religionen ist es so, aber aus der islamischen Sicht auf jeden Fall. Jeder Mensch hat von Gott verliehen bekommen eine Würde. Und dieser Mensch verliert diese Würde nicht, egal wie er quasi, wofür er sich in diesem Leben entscheidet. Denn Gott hat den Menschen Freiheit geschenkt und gegeben, dass sie sich eben entscheiden für den rechten Weg oder für den linken Weg. Sprich, dass sie glauben oder nicht glauben, dass sie das Gute tun oder das Böse tun. Und alle Menschen hat Gott mit dieser Menschenwürde ausgestattet sozusagen. Und alle Muslime sind aufgefordert, durch die islamische Botschaft Menschenwürde in allen Menschen zu würdigen, egal wer sie sind. Und das ist einmal ein großer Schritt in die Richtung, die Menschen richtig zu behandeln, weil ich weiß, dass jeder Mensch würdig ist, dass jeder Mensch Menschenwürde in sich trägt, die er von Gott verliehen hat, die ihnen Gott, den ich anbete, geschenkt hat, dann selbstverständlich, wenn ich die Religion richtig verstehe und wenn ich Gott richtig würdige und anbete, selbstverständlich ist es dann meine Aufgabe, alle Menschen sozusagen dadurch zu würdigen und zu respektieren, egal wer sie sind. Nummer zwei ist die Nächstenliebe. Also so wie im Christentum, im Islam, verständlich analog zu der Aussage vom Propheten, wo er halt vorhin, was ich vorgelesen habe, gesagt haben soll, ihr werdet nie wahrhaft gläubig werden, ihr werdet nie richtig glauben, solange ihr nicht für alle Menschen das Gleiche wünscht wie für sich selbst, wie für euch selbst. Und diese Nächstenliebe ist hier sehr wichtig, quasi der Nächste, der zu mir steht, mein Bruder, in Schöpfung sozusagen, verdient meine Liebe und meine Achtsamkeit, mein Respekt. In manchen Gruppen im Islam, so wie, denke ich, auch im Christentum oder im Judentum, wird diese Nächstenliebe verstanden nur für die Nächsten, die in meiner Religion stehen, die gleichgläubig wie ich sind. Sprich, Nächstenliebe gilt nur für die Muslime in dem Fall. Aber das stimmt nicht, weil in dieser Überlieferung sagt Prophet eben für alle Menschen, egal wer sie sind, alle Menschen sind füreinander der Nächste oder die Nächste. Von daher, wenn wir diesen Begriff, der sehr wichtig ist im Christentum, ist das zweite Gebot sozusagen, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst, und im Islam ist es genauso wichtig, wenn wir dieses Gebot, diese Liebe richtig verstehen, dann in Verbindung mit den goldenen Regeln, in Verbindung mit der Beziehung der Menschen untereinander, können wir die Menschen nicht anders behandeln als wie sich selbst. Es ist sehr eng mit der goldenen Regel verbunden. Und natürlich als Dritte kommt Altruismus, Güte, Selbstlosigkeit, ist die Bereitschaft, dass der Mensch sozusagen durch diese Bereitschaft für den Nächsten, für den Bruder und Schwester, die in meiner Nähe sind, also nicht nur Muslime, sondern alle Menschen, die mit mir zusammen diese Welt teilen, mit mir leben, da, wie groß meine Bereitschaft ist, dass ich auf etwas für mich verzichte, um ihnen sozusagen geben zu können. Also, dass ich mich sozusagen zurückziehe und bereit wäre, für sie da zu sein. Aus dieser Überlieferung im Islam ist das quasi sehr wichtig, dass der Mensch sich
in diese Richtung entwickelt, wie in dieser Überlieferung steht, dass der Mensch bereit ist, sozusagen von sich etwas zu opfern, um für seinen Nächsten, sprich für alle Menschen, etwas geben zu können. Und diese drei Begriffe sozusagen, Menschenwürde, Nächstenliebe, Altruismus sozusagen, spielen eine sehr wichtige Rolle in unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, die eben durch die goldenen Regeln quasi geregelt werden, beziehungsweise durch die goldenen Regeln aufgefordert werden. Ja. In der nächsten Folie komme ich gleich dann zum pädagogischen Teil, wie das Ganze didaktisch zu vermitteln wäre, sei es jetzt allgemein in der Schule oder im Religionsunterricht, habe ich hier geschrieben, dass meiner Meinung nach im Sinne der Ermöglichungsdidaktik bzw. Aneignungsdidaktik kompetenzorientiert Unterricht zu gestalten die beste Version wäre. Weil die goldenen Regeln zu vermitteln den Schülerinnen und Schülern, kann man nur durch eine Ermöglichung, dass sie sich selbst das aneignen. Diese goldenen Regeln und ihre Funktion, ihre Wichtigkeit prägen alle große sozusagen wichtige Kompetenzenbereiche wie personale Kompetenz oder Selbstkompetenz, soziale Kompetenz und so weiter, religiöse Kompetenz. Und von daher, wenn wir kompetentorientiert unterrichten möchten, dann sollten wir den Schülerinnen und Schülern solche Projekte anbieten, solche Situationen verschaffen, ermöglichen, durch die sie sich das aneignen können. Das sind verschiedene Projekte, fächerübergreifende Projekte, das sind Veranstaltungen, wo die Schülerinnen und Schüler direkt mit dem anderen, der anders als sie sind, in Kontakt auftreten können, wo sie andere Menschen kennenlernen können, wo sie direkt spüren können, was bedeutet, mit einem Menschen durch eine Interaktion etwas zusammen zu organisieren oder etwas zusammen zu veranstalten, ist die beste, denke ich, Methode, Art und Weise, wie man Unterricht gestalten kann, um die goldenen Regeln, ihre Wichtigkeit, ihre Funktion für uns in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit zu vermitteln. Das war jetzt sozusagen das Wichtigste, was diese Thematik aus der islamischen Sicht betrifft, was ich zu sagen hatte. Natürlich könnte ich noch länger reden, noch weitere Verse vielleicht aus dem Koran zitieren oder weitere Sprüche vom Propheten hier aufzeigen, aber das ist ungefähr das Verständnis von dem, was wir als goldene Regeln im Islam haben und kennen, die eben, wie zu verstehen war jetzt durch diese Präsentation, eine große Rolle auch im Islam spielen. Das heißt, ich beende jetzt einmal die Präsentation. Ja, vielleicht soweit mal, gibt es Fragen oder Diskussionsbeiträge? Ich schaue jetzt gerade mal in den Chat hinein, den ich gerade nicht gesehen habe, weil hier mein Bildschirm freigegeben war. Ja, okay, da ist auch nichts gekommen. Ja, könnte man genau angeben, wo man diese Angabe findet? Man wird nie wahrhaft gläubig. Die finde ich sehr schön und umfassend gedacht. Hast du deine Quellenangabe? Ich kann es zuschicken, natürlich. Ich kann dir einen Link schicken, wo diese auf Arabisch und Englisch zu finden ist. Aber auch ähnliche Aussagen vom Propheten kann ich auch zukommen lassen.
Ja, fein. Wenn du mir das schickst, dann kann ich es auch in unseren Matrix-Chat hineinstellen dann. Ja, okay. Vielen Dank. Ja. Wenn ich so zugehört habe, wenn ich es richtig verstanden habe, sind die anderen alle Menschen? Ja, wäre das auch? Ja, ja. Okay. Also der Nächste auch sozusagen, kann jeder Mensch sein. Ja. Und dann hast du mal gesagt, es geht so um die gute Moral, ja, um sich zu vervollkommnen. Mhm. Gibt es, ja, oder woran könnte man erkennen, ja, dass die Moral gut ist, die einer lebt? Ja? Bietet hier euer muslimischer Glaube besondere Anhaltspunkte? Wie würdet ihr das definieren? Ja, danke für die Frage. Moral, ob sie gut ist oder nicht, Anhaltspunkt ist eben da, dass der Prophet Mohammed auch gesagt hat, dass unter den Menschen der Beste, der Edelste ist jener, von dem die Menschen am meisten profitieren, der zu den Menschen am nützlichsten ist. Das bezeichnet eben, was hier gemeint war mit dem gute Moral zu vervollkommnen. Das heißt, es geht immer darum, dass der Mensch zu seinen Mitmenschen nett und nützlich ist, dass die Menschen von ihm profitieren. Und wie ich das Ganze verstehe, es ist so, meine Glückseligkeit ist von meinem Nächsten abhängig. Von meinen Mitmenschen ist es abhängig. So wie das im Islam dargestellt wurde, ich kann nicht, vor allem nicht ewige Glückseligkeit finden, wenn ich nicht bereit bin, die Menschen, die mit mir sind, meine Glückseligkeit zu teilen. Darin spiegelt sich diese Moral, wie sie gut ist und was damit gemeint ist, wann sie quasi gut ist. Mhm. Könnte man das vergleichen mit dem, wie es Jesus sagt, der ja als Maßstab auch das Verhalten gegenüber dem Mitmenschen letztlich als Maßstab anlegt, wenn er sagt, was ihr den geringsten eurer Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan? Mhm. Genau. Siehst du da eine Parallele? Natürlich, weil ja. In einer anderen Überlieferung heißt es, und diese Überlieferung, glaube ich, ist in den christlichen und jüdischen Quellen auch zu finden, heißt es, dass Gott einen Menschen gefragt hat oder besser gesagt fragen wird, einer von meinen quasi Geschöpfe war krank und du hast ihn nicht besucht, beziehungsweise im Originaltext heißt es, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Und der Mensch antwortet, oh Gott, du bist vollkommen, wie kannst du krank werden? Und der Gott antwortet, einer von meinen Geschöpfen war krank und hättest du ihn besucht, hättest du mich auch dort gefunden. Und dann geht es auch, einer von meinen, ich war hungrig, ich war durstig und so weiter. Das bedeutet im Endeffekt, Gott ist zufrieden damit, dass wir den Menschen gut tun. Er braucht unsere Taten, unsere Handlungen quasi nicht. Er ist davon unabhängig. Aber seine Freude ist, seine Zufriedenheit liegt darin, dass wir Menschen auf beste, schönste Art und Weise behandeln, und damit erlangen wir eben seine Zufriedenheit. Und im Gegenteil, wenn wir Menschen verletzen, machen wir in dem Fall Gott unzufrieden und tun wir etwas, womit er gekränkt wird, sozusagen. Es kommt ungefähr auf das Gleiche, was du jetzt da gefragt hast, oder? Ja, das ist der Szene ja sehr ähnlich, wo Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich besucht und so weiter. Ne? Ich war hungrig, ihr habt mich genährt und so. Ja.
Ja, an alle, gibt es noch Fragen oder Diskussionsbeiträge? Guntram fragt, bei der höchsten Stufe, dass man Gott kennenlernt, meint man hier im Speziellen die mystische Praxis? Na, nicht unbedingt mystische Praxis und mystische Methoden, sondern man muss nicht ein Mystiker oder ein Sufi sein, um Gott richtig zu erkennen. Man muss einfach, wie gesagt, seine Zeichen lesen, die in der Umwelt, in der ganzen Schöpfung vorhanden sind, in uns selbst, in den anderen Menschen und in seiner Offenbarung. Ich sehe dich nicht mehr. Ja, ich bin noch da. Ich versuche die Ansicht umzuschalten in der Aufnahme, ja, dass wir die Diskussion auch besser sehen. Ja, bin gleich wieder da. Okay. Gott zu erkennen, heißt es quasi, seine Zeichen zu entziffern, seine Zeichen zu sehen zu können, durch eine maximale Achtsamkeit diese Zeichen quasi richtig zu verstehen. Das führt zu einer Erkenntnis, höchste Erkenntnis Gottes. Und das ist für alle Menschen offen. Selbstverständlich, die Sufis und Mystiker haben ihre Methoden gehabt, die in der islamischen Mystik oder in anderen Mystiken bekannt sind. Ob das jetzt richtig ist, ob für alle Menschen das akzeptabel ist, darüber lässt sich reden, aber Gott kann jeder Mensch durch seine Zeichen, die er zu uns geoffenbart hat, wie gesagt, in der Natur, in uns Menschen und in seiner Offenbarung, Koran, erkennen. Ich würde da vielleicht gerne was noch anfügen. Jeder Mensch hat ja ein Herz und das Herz ist ja der, sozusagen der symbolische oder vielleicht übertragene Wohnsitz Gottes. Und es gibt von Yunus Emre, ein ganz bekannter muslimischer Poet, einen Vers in einem Gedicht, der sagt, dir nützen alle deine Gebete nichts, wenn du das Herz eines liebenden Menschen zerbrichst. Ja, genau, das ist von Rumi. Von Yunus Emre, aber von Rumi gibt es auch ein schönes Vergleich, in dem er quasi Kaaba in Mekka mit dem Herz des Menschen vergleicht und indem er quasi das Herz eines Menschen höher sieht als Kaaba, weil Kaaba jetzt ist letztendlich ein Bau eines Menschen sozusagen und Herz ist höchster Werk Gottes. Von daher ist das quasi Herz eines Menschen das wertvollste und wichtigste und vor allem, wie du gesagt hast, ist ein Organ, ist ein Ort, mit dem man Gott erreichen kann, erkennen kann sozusagen. Ja, Manfred hat gefragt, gibt es auch Regeln, wie man mit Menschen umgehen soll, mit denen man sich schwer tut? Also gibt es so etwas wie eine Feindesliebe? Feindesliebe gibt es in dem Sinne quasi nicht wie im Christentum, glaube ich, wo es heißt, dass Jesus die Menschen aufgefordert hat, auch die Feinden zu lieben. Aber es gibt eine klare Aufforderung, alle Menschen sehr achtsam und vorsichtig zu behandeln. Und in einer Überlieferung sagt der Prophet Mohammed auch, wenn man mit jemandem verfeindet sein sollte, man weiß ja nie, was morgen passiert, vielleicht ist man mit dem morgen ein guter Freund. Und im Koran heißt es in einem Vers, dass man eben Menschen, mit denen man sich nicht gut versteht, dass man die Menschen mit Geduld, Verständnis begegnen soll und dass man mit den Menschen auch wenn man sie nicht immer verstehen kann, was sie im Moment tun oder wie sie handeln, sehr rücksichtsvoll begegnen soll und behandeln soll. Und im Koran heißt es, dass das eine hohe Stufe ist, dass das die Menschen nur, die quasi sich bemüht haben, die sich weiterentwickelt haben, sozusagen
erfüllen können. Das heißt, die Feinde jetzt lieben, in dem Sinne gibt es nicht, aber die Menschen sehr gerecht behandeln, sehr vorsichtig behandeln, ohne Vorurteile. Und auch wenn sie uns sozusagen schaden, wenn wir uns nicht verstehen, vorsichtig sein, vielleicht aus seinem Feind kein ein Freund werden. Ja, danke. Gibt es noch Gali, Fragen? Du kannst mich immer ergänzen, natürlich. Das darf ich oder nein, danke, du hast das sehr, sehr, sehr schön gemacht. Ich bin ja nicht der Supervisor hier. Ich höre dir sehr gerne zu. Ja, danke, aber falls du irgendwas zu ergänzen hast, natürlich, man vergisst manche Sachen. Und wunderbar, wunderbar, danke. Es hat mich jetzt auch das mit dem Computer und Internet sehr irritiert durcheinander gebracht. Ich habe das seit 1,5 Stunden hier alles vorbereitet und dann plötzlich passiert das. Aber ja. Ja, das ist so Teil so eines Online-Kurses, ja, dass diese Dinge auch passieren können. So geht es uns in der Schule auch. Ja. Elisabeth fragt, gibt es spezielle Stellen im Koran in puncto Frauen oder sind sie als Menschen einfach mitgemeint? Ja, bleiben wir mal bei der Frage. Ja, es gibt eine ganze Kapitel im Koran, vierte Kapitel, nämlich heißt Frauen. Da geht es ziemlich viel um die Frauen. Manche Frauen sind namentlich erwähnt, zum Beispiel wie Maria, Mutter von Jesu. Eine ganze Kapitel heißt auch so Maria. Und weitere Frauen sind auch im Koran erwähnt, die eine starke Rolle in der Vergangenheit gespielt haben. Natürlich gibt es auch sehr viele Missverständnisse diesbezüglich. Es gibt sehr problematische Stellen, problematisch im Sinne, weil man sie permanent und ständig falsch versteht und falsch interpretiert. Aber ich sehe, was die Frauen, Geschlechterrolle betrifft, ich sehe Koran als ein großes Reformbuch. Wenn ich mir anschaue, gewisse Stellen bzw. gewisse Rechte, die Koran explizit für Frauen gebracht hat, für die Frauen gebracht hat, damals im 7. Jahrhundert, im Mittelalter, wo die Frauen mehr oder weniger in der ganzen Welt sehr stark benachteiligt waren, dann kann ich sagen, dass das Koran durch und durch Frauen quasi in ihrer Rolle in der Gesellschaft unterstützt, bestärkt und wünscht sich sozusagen Koran und beziehungsweise durch den Koran Gott, dass die Frauen eben eine starke Rolle in der Gesellschaft als Mutter, als Schwester, als Geschäftsfrau, als einfach ein berechtigter Mensch spielen. Und ich kann zum Beispiel, für mich ist sehr interessant, 53. Kapitel im Koran, Mujadila, die Sura, der Kapitel trägt Namen Mujadila, eine Frau, die quasi ihre Rechte sucht, übersetzt, die damals mit dem Prophet diskutiert über ihre Lage, weil sie von ihrem Mann sehr stark benachteiligt wurde, damals durch diese vorislamische arabische Tradition, wo die Frauen sehr stark benachteiligt und unterdrückt waren. Und sie ging zum Propheten, hat sich beschwert, hat sich sozusagen beklagt und hat vom Propheten gefordert eine Unterstützung, eine Erklärung, hat einfach ihre Rechte verlangt. Und der Prophet, weil der Prophet nur ein normaler Mensch war, hat
hat da nichts sagen können, war sehr überfordert sozusagen mit dem, was sie von ihm verlangt hat. Und zu dieser Situation wurden eben die ersten 5 Verse in dieser Sura, in dieser Kapitel geoffenbart. Also wegen dieser starken Frau wurden diese Verse geoffenbart, wodurch sie ihr Recht bekommt. Wodurch Gott sagt, sie hat Recht und das ist nicht korrekt und das ist nicht richtig, wie ihr Mann sie behandelt. Also wenn ich mir das anschaue, im 7. Jahrhundert, damals in Arabien, in der Wüste sozusagen, eine Frau bekommt von Gott und später auch natürlich von seinen Propheten Unterstützung, bekommt einen Anschub für ihre Rechte dazustehen, sich quasi weiterzuentwickeln, Selbstbestimmungsrecht über ihr Leben zu bestimmen, dann sage ich, es kann nicht wahr sein, dass die Menschen zum Beispiel jetzt in Saudi-Arabien, die im 21. Jahrhundert ihren Frauen verbieten, Auto zu fahren, es kann nicht wahr sein, dass sie Islam richtig verstehen und richtig leben. Und zahlreiche andere Beispiele aus der islamisch-muslimischen Welt, egal in welchem jetzt Land, wo die Frauen quasi aus der religiösen Sicht benachteiligt werden. Von daher sage ich da, wie die Frauen, ja, im Koran gibt es sehr interessante Stellen, die eben, wie gesagt, Frauen sehr stark unterstützen. Wie die Muslime das, wie gesagt, heutzutage verstehen, interpretieren, wie die Theologie jetzt das Ganze noch weiter entwickelt oder nicht entwickelt hat, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, nur um einen anderen Teil der Frage, wenn im Koran Menschen gemeint sind, sind immer die Frauen auch gemeint, also nicht nur natürlich, die Männer. Natürlich, das ja. War auch ein Teil der natürlich, Frage. Danke, ja, natürlich. Manchmal kommt es im Koran, wo ihr Menschen angesprochen wird, damit sind alle Menschen gemeint. Manchmal kommt es im Koran also genderkonform sozusagen, wo die Menschen und Frauen, Männer und Frauen angesprochen werden sozusagen, mit beiden Geschlechtern und ja, aber manchmal sind auch nur Frauen angesprochen, je nachdem, was die Thematik in einem gewissen Vers ist. Ja, danke an die Frauen in der Runde. Wollt ihr noch was ergänzen oder fragen? Sonst gehe ich weiter. Claudia schreibt, Asure 41, Vers 34, nicht gleichen einander die gute Tat und die schlechte, wäre ab mit der besseren. Da genau. Ist der, mit dem du in Feindschaft lebst, wie ein inniger Freund und Beistand. Genau, das habe ich vorhin gemeint. Vielen Dank für die Zusendung der Verse. Dankeschön. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe, genau. Danke auch. Ja. Du hast vorher gesagt, Ein Pfeiler ist die Menschenwürde des Menschen. Jeder Mensch hat Würde. Ja. Wie ist da das Verhältnis zu den Menschenrechten, zur Menschenrechtserklärung vom Islam her gedacht? Durch viele Verse aus dem Koran beziehungsweise Überlieferungen des Propheten kann man Menschenrechte sozusagen ableiten und selbstverständlich mit der Menschenwürde kommen die auch Rechte der Menschen zusammen. Also man kann jetzt nicht von Menschenwürde sprechen, indem man die Rechte eines Menschen beraubt, egal in welchem Kontext, egal in welchem Segment des Lebens. Das heißt, es hängt sehr stark zusammen. Ja, gibt es noch Fragen? Wie viele sind wir eigentlich da? Im Moment sehe ich 11, ja, wobei ich bin doppelt, ja. Also okay. Sind im Moment 10. Aber der Kurs funktioniert ja so, dass auch einige sich das dann erst auf YouTube anschauen, ja.
Alles klar. Also wir können synchron und asynchron miteinander sein. Der Vorteil jetzt ist, wenn wir hier live dabei sind, dass ihr noch Fragen stellen könnt oder Beiträge einbringen. Ja, Stefanie schreibt, nein, ich finde es sehr gut erklärt. Also in diesem Sinne auch vielen Dank für deine Bemühungen und Erklärungen. Ja. Mhm. Ich bin auch schon sehr Ich bin auch schon sehr gespannt auf die Fragen unserer Schülerinnen und Schüler, ja, die ihr hoffentlich alle auch schon fleißig mitsammelt. Ja. Ich habe gestern ein Formular erstellt, wo wir diese Fragen dann auch einspeisen können und habe das in den Matrix-Chat hineingeschrieben, beziehungsweise auch in den letzten Newsletter. Der ist also nicht direkt auf der Homepage verlinkt, damit uns hier nicht irgendwelche Trolle gleich irgendwas hineinfüttern können. Mhm. Ja, und da hoffe ich dann auch, dass wir dann nochmal in einer extra Runde ins Gespräch kommen über die Fragen unserer Schüler. Ja. Ja. Gut, letzter Aufruf. Gibt es noch Fragen? Ja, lieber Vehit, dann sage ich dir danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für deine feinen Erklärungen. Danke an alle, die hier live mit dabei waren. Ah ja, da kommt noch ein Kommentar. Ich finde es sehr gut erklärt. Ich versuche meinen Schülerinnen alle Religionen so gut wie möglich nahe zu bringen. Und wir besuchen in den vierten Klassen im Sommersemester immer die Moschee in Wien, die Friedenspagode in Wien und so weiter. Okay, ja, schön. Ja, ich bedanke mich auch. Ja, wie gesagt, ich finde das toll, dass wir zusammenkommen, dass wir voneinander erfahren, dass wir uns kennenlernen, denn das ist alles Reichtum dieser Welt. Und egal welche Religion, die das eben nicht fördert und fordert, hat an sich, denke ich, diese Religion ein Problem in sich selbst oder die Menschen, die diese Religion praktizieren, möglicherweise verstehen die Religion falsch. Und ich denke mir vor allem in unserer modernen Welt, ja. Genau. Also jede Religion, die das eben nicht leistet, die hat Erklärungsbedarf beziehungsweise wird nicht mehr positiv wahrgenommen. Genau. Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank. Ich werde jetzt die Aufnahmen stoppen. Okay, gut, ich bedanke mich auch. Alles Gute.